Kennt ihr das? Es ist mitten im Sommer. Vor wenigen Tagen wurde die höchste Temperatur jemals in Deutschland gemessen. Ihr geht mit Freunden, falls ihr welche habt, und Familie, falls ihr welche habt, ins Freibad und zum Eisessen. Ihr freut euch auf die lang ersehnten Sommerferien, die nun endlich beginnen werden. Wunderschön, nicht? Und dann erkältet ihr euch. Ich wiederhole es nochmal, ich kann es selber fast nicht glauben. Erkältet! Wenige Tage nach dem wärmsten Tag Deutschlands. Da stellen sich mir direkt mehrere Fragen. Erstens, warum? Zweitens, wie? Drittens, weshalb? Und viertens, was zum... Okay, fair enough. Die erste und die dritte Frage zielen auf ziemlich genau dasselbe ab. Und die zweite führt uns weit in die dunkle Kunst der Medizin. Aber die letzte Frage bleibt definitiv bestehen. Ja, ich echauffiere mich heute über Schnupfen oder allgemein Erkältungen. Aber mit dem Fokus auf Schnupfen. Und ja, das ist mein gutes Recht. Nach Schnaken und jetzt noch Schnupfen frage ich mich echt, was als nächstes kommt. Schneidereien? Schnabeltiere? Egal, zurück zum Thema. Es ist gutes Wetter und warm, da will ich zumindest die Möglichkeit haben, rauszugehen und Sport zu machen. Ob ich das dann auch tue oder beim Zimmer vor meinem PC abgammle, ist dann wieder was ganz anderes, das darf ich entscheiden. Aber der Schnupfen entzieht mir die Möglichkeit dazu und schränkt mich in meiner Freiheit ein. Ich kann mich nicht bewegen. Ohne dass meine Lunge abkratzt. Ich kann nicht essen, ohne wie ein zweijähriges Kind auszusehen. Zähneputzen geht absolut nicht und Nasenschneuzen bringt nichts. Ich habe schon längst meinen linken Oberschenkelknochen, meine Leber, drei Rippen und meine Lieblingsgehirnhälfte aus der Nase rausgedrückt. Aber denkt ihr, das bringt irgendwas? Gott sei Dank gibt es immer ein Nasenspray, das man, aufgepasst, nasal anwenden soll. Ja, no shit, Sherlock. Ich wollte mir das Fläschchen jetzt samt Packung rektal einführen. Aber auch mit dem Nasenspray ist das so eine Sache. Ich meine, eine mögliche Nebenwirkung ist Wahnvorstellungen zu haben. Ich will jetzt echt nicht wissen, wie krass man das Zeug sniffen muss, um davon Wahnvorstellungen zu bekommen. Aber okay, einfach vorsichtig benutzen. Und das ist ja auch nicht so, als wäre ich ein Einzelfall. Ich meine, täglich infizieren sich immerhin 50 Millionen Menschen mit Erkältungsviren. Das sind 8.333.333 mal so viele, wie jährlich Menschen in Haien sterben. Und da soll mir nochmal jemand sagen, Haie wären gefährlich? Oder T-Rexe? Der übrigens 26 Liter Schnodder in seinen Nebenhöhlen speichern konnte. Alles Pillepalle. Schnupfen ist der neue Spitzenpredator. Ich sag's euch, in Godzilla 3 kämpft der Typ gegen einen VUEO, verschnupfter unbekannter Erkältungsorganismus. Die meisten vergessen ja das, an dieser Stelle habe ich beim Scriptschreiben by the way genießt, kleiner Fun Fact, die Viren auch auf andere Organe übergehen können. Und wie genau stellt ihr euch vor, wie ihr euer scheiß Herz schneuzt? Übrigens, das hier war der erste Suchtreffer, als ich Schnupfen geekosiat habe. Schnupfen bei Amazon. Ja, hoffentlich wird es zeitnah zugestellt, ne? Ist das Leben etwa doch in der Matrix? Ist das ein Command, um sich zu erkälten? Und wenn ja, wer kauft das? Ja, wir leben in einer Welt, in der Influencerinnen ihr Badewasser für 30 Euro verkaufen und zwar mit Erfolg. Aber kann ich jetzt auch meine Erkältung verkaufen? Will einer von euch ein Marmeladenglas von mir, in das ich reingenießt habe? Soll ich meine benutzten Taschentücher verkaufen? Ich hoffe schon, weil wenn das klappt, dann bin ich bald Milliardär, so oft wie ich Schnupfen habe.